Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem kleinen, besonderen Extra-Video. Ich habe heute ganz neu, brandheiß und top aktuell die Lefel Cosmetics X Jolina Kollektion hier für euch am Start. Und wir werden heute alle Produkte gemeinsam testen. Ich freue mich riesig, es ist ein spontanes Video. Gestern war die Launch-Party, heute um 9 Uhr vormittags war der Launch und ich finde, es ist umso wichtiger, meine Kollegen zu unterstützen. Deswegen kommt dieses Video auch heute gleich am Launch-Tag. Ihr wisst, ich bin gestern aus dem Urlaub gekommen, bin heute wieder voll am Start und ich freue mich riesig, hier einfach wieder in meinem Studio zu sitzen und für euch ein Video zu drehen und dann gleich so ein besonderes. Die Party war gestern wunderschön. Vielen Dank für die Einladung an Jolina, an die für Cosmetics, an die Parfümerie Pieper, wo ihr die Produkte auch bekommen könntet. Ich setze euch alles unten in die Infobox. Und falls ihr neu seid, Freunde, ich bin Maxim, ich bin dreimal die Woche hier, manchmal viermal, wie heute beispielsweise, wenn es etwas ganz Besonderes zu zeigen gibt. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, das bedeutet mir die Welt und für euch ist es nur ein kleiner Klick. Und wir fangen jetzt auch wirklich an. Wir haben genug zu tun, es ist wunderschön und jetzt geht's los. Ihr könnt einmal sehen, wir haben hier einmal die PR-Box bzw. das Bundle. Man kann das komplett auch so kaufen, also wenn ihr euch für das Bundle entscheiden würdet, würdet ihr auch das Paket so bekommen, wie wir es jetzt bekommen haben gestern. Und in der Kollektion sind eine Palette, zwei Lippenstifte und ein Lipgloss drin. Und ihr wisst, ich habe schon einige Male mit Lefel Cosmetics zusammengearbeitet. Ich liebe diese Brand, es ist eine Indie-Brand aus Berlin, hier aus Berlin, die super viel Herzblut in die Produkte steckt und ich finde, das merkt man. Auch unabhängig von der Jolina-Kollektion jetzt. Ihr wisst es, ich liebe die Produkte, ich benutze sie regelmäßig, vor allem die Lippenprodukte. Und jetzt, dass eine deutsche Influencerin mit einer deutschen Indie-Marke ein Produkt rausgebracht hat, finde ich toll. Und das benötigt Unterstützung und deswegen mache ich dieses Video auch einfach, auch um der Marke und Jolina und euch zu zeigen, dass es hier in Deutschland ganz, ganz besonders wichtig ist, dass wir uns gegenseitig, uns als Creator, als YouTuber, gegenseitig unterstützen, anstatt uns gegenseitig fertig zu machen und Steine in den Weg zu legen. Deswegen bin ich heute hier und wir fangen jetzt an. Die Palette kommt einmal in einer ganz speziellen Form für Lefel Cosmetics. Normalerweise gibt es die Fännchen ja einzeln. Hier ist es aber diesmal nicht so. Und zwar haben wir eine feste Palette in einer sehr praktischen Größe. Ich zeige sie euch einmal ganz kurz hier. Vorne steht einmal Jolina drauf und ich glaube, ihr könnt das Muster nicht erkennen. Das sind so kleine Dreiecke in rosa, so Millennial Pink. Und die Palette sieht einmal so aus. In der Palette sind 12 Farben mit drin und das sieht auf den ersten Eindruck richtig, richtig spannend aus. Das sieht nicht aus wie eine typische Palette, die ich mir vorstellen würde, wenn ich an eine Influencer-Collab denken würde. Die meisten Influencer-Collabs sind sehr, sagen wir, vorsichtig, sehr massentauglich, sehr Warm-Tone-lastig, sehr klassisch und sehr schlicht, dass man einfach viele Leute mit erreicht. Auf den ersten Blick dachte ich mir, wow, okay, richtig, richtig mutig. Aber als ich mich dann so ein bisschen mit der Palette beschäftigt habe und mir ein paar Gedanken gemacht habe, ist mir aufgefallen, die ist super. Die ist für viele Leute wahrscheinlich ein gutes Produkt, wenn sie gut ist, wir haben sie noch nicht getestet, aber rein optisch und auch von den Farben her. Wir haben Warm Tones mit drin. Die matten Töne sind in Warm Tones gehalten. Wir haben hier so ein schönes, ein Senfgelb, ein Rot, so ein Backstein und ein dunkles Rot, was einfach sehr klassisch ist und für viele funktioniert. Aber dadurch, dass wir spannende Schimmertöne mit drin haben, kann man den Look von schlicht zu Next Level bringen. Und das finde ich sehr, sehr gut. Wir haben auch zwei Lippenstifte mit drin und ich glaube, das ist neu von Lefel Cosmetics. Wir haben hier einmal die Farbe Sand Nudes. Das ist, glaube ich, meine Lieblingsfarbe. Ich stehe ja eh so auf Nude-Lippen. Und einmal die Farbe Cinna. Das ist ein richtig krasses Rot. Wir werden beide gleich ausprobieren. Aber es gibt auch noch ein Gloss. Und ihr wisst es vielleicht, vielleicht nicht. Lefel Cosmetics hat einen meiner liebsten Glosse. Das ist dieser blau-grün schimmernde. Der sieht total mega aus auf dunklen Lippen. Aber Jolina hat einen rausgebracht. Der sieht einmal so aus. Und den werden wir auch ausprobieren. Das ganze Set könnt ihr zusammen kaufen. Ihr könnt die Produkte einzeln kaufen. Aber jetzt wird es Zeit, dass wir es testen. Und dafür hole ich euch ein Stückchen näher ran. So, Freunde, jetzt seid ihr wieder schön nah dran. Ich bin ein bisschen gebräunt. Ich glaube, man sieht nicht viel, weil meine Foundation ist dieselbe Farbe wie sonst. Also noch heller als sonst. Aber jetzt zeige ich euch die Palette nochmal von nahem. Hier könnt ihr sehen, es sind richtig schöne, krasse Schimmertöne mit drin. Aber auch ein paar matte. Und mit denen möchte ich jetzt auch gleich anfangen.
Ich habe mein Lied so halbwegs gesettet. Es ist nicht ganz feucht, es ist nicht ganz trocken. Also so ein gutes Mittelding. Und ich nehme jetzt auch gleich hier einfach so einen Pinsel und gehe in die Farbe Serendipity. Dippity, Serendipity. Süß. Das ist diese Farbe hier. Pinsel sieht gut aus. Ich klopfe einmal ab, einfach, dass ich erstmal so ein bisschen erahnen kann, wie viel Pigment darunter kommt. Und das presse ich mir hier hin. In meine Lidfalte. Und, okay. She's here. Es ist ein bisschen Kickback in der Palette mit drin. Ich sage es einfach dazu. Nochmal, so what? Es ist völlig egal, ob Kickback drin ist oder nicht, solange ich nicht das ganze Fännchen mit am Auflösen habe. Aber ihr seht ja auch, es kommt auf jeden Fall Farbe ab. Ich tupfe und wische gleich so ein bisschen, dass ich schon mal so eine leichte Blending-Form habe. Aber das ist eine schöne dunkle Farbe, um die Lidfalte zu definieren. Und generell, Leafy Cosmetics, ich habe einige Videos schon gemacht. Ich gucke mal, vielleicht verlinke ich sie euch unten in der Infobox. Ansonsten könnt ihr einfach auf meinem Kanal die Suchfunktion benutzen. Und dann findet ihr richtig viele Videos dazu. Und ich war noch nie enttäuscht von Leafy Cosmetics. Deswegen, ich finde, bei Influencer-Collabs muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe es bei Hattie gesagt. Ich sage es irgendwie bei jeder Influencer-Collab. Diese Paletten sind die Babys von den Creatern. Und die haben super viel Arbeit und super viel Herzblut damit reingesteckt. Und ich finde, das sieht man. Und klar, für manche ist es nichts. Für manche ist es das Beste auf der Welt. Das muss man halt immer für sich entscheiden. Aber ich sehe meine Aufgabe hier als YouTuber nicht da, jemanden zu schäden und etwas schlecht zu machen, sondern euch einfach nur das Produkt zu zeigen, meine Meinung dazu zu geben. Aber am Ende seid ihr immer diejenigen, die entscheiden, kaufe ich etwas oder kaufe ich es nicht. Das ist nicht meine Aufgabe. Und das kam in den letzten Videos mit anderen Influencer-Produkten vielleicht auch so ein bisschen falsch rüber. Oder es schien mir so, dass viele Leute das falsch interpretiert haben. Ich bin nicht da hier, um irgendjemanden in den Hintern zu kriechen, sondern ich bin da, um euch, den Zuschauern, den Kunden, die Produkte zu zeigen und meine Meinung dazu kundzugeben und zu zeigen, wie funktionieren die Produkte. Und hier könnt ihr sehen, die Farbe Serendipity ist auf meinem Auge und sieht mega, mega gut aus. Ich mache den Pinsel jetzt so ganz leicht sauber, dass ich nicht mehr ganz so viel Pigment habe und blende das Ganze hier so ein bisschen schon mal aus. Und bin recht vorsichtig, weil ich möchte die dunkle Farbe nicht zu hoch haben, aber ich will einfach nur diesen Rand hier schon mal so ein bisschen verdunkelt haben. Und selbst das geht richtig gut. Also meine Base ist ja noch ein bisschen feucht und oft ist es das Problem, dass Lidschatten, die ein bisschen intensiver pigmentiert sind, auf einer feuchten Base super, super schwierig auszublenden sind. Ich habe das bei Leafy Cosmetics halt einfach nie das Problem, generell bei diesen High-Quality- oder High-Class-Lidschatten. Sei es Hatice, sei es Natasha Denona oder Leafy Cosmetics. Das sind halt so Vergleiche und das ist so der erste Punkt, den ich euch mitgeben muss, der Preis. Die Palette kostet 39 Euro. Ist es viel Geld? Ist es nicht viel Geld? Es liegt halt immer im Auge des Betrachters. Ich meine, Leafy Cosmetics ist nicht Essence und hat auch nicht die Ansprüche wie Essence und es ist eine Influencer-Collab. Ich habe seit einem meiner letzten Videos so ein bisschen, fühle ich mich tatsächlich so ein bisschen gehemmt, mich zu preisen oder zu irgendwas zu äußern. Das ist schlimm, dass es so ist, aber ich weiß nicht, wie ich es anders erklären soll. Ich nehme denselben Pinsel und gehe in die Farbe Wonderland. Das ist so ein schönes Senfgelb, nur ganz leicht, um die Farbe Serendipity auszublenden. Man soll jetzt nicht viel von diesem Senfgelb sehen, aber so einen leichten Touch. Und wenn ich die Farben mische mit demselben Pinsel, habe ich nochmal eine neue Farbe erzeugt, die dann auch wieder mega zu dem Look passt. Seht ihr, wie butterweich die Lidschatten sich ausblenden lassen? Das ist einfach ein Traum. Tatsächlich, wenn man sich so ein bisschen mit der Palette beschäftigt, dann sieht man Jordina auch in der Palette mit drin. Ich finde das Packaging wunderschön, es ist sehr, sehr erwachsen. Es ist nicht so verspielt, es ist sehr schlicht und klassisch. Die Palette fühlt sich schwer an, aber nicht zu schwer. Also das ist so eine Reisepalette. Ich glaube, das hatte sie auch gesagt. Sie wollte eine kompakte Palette, die man halt überall mit hinnehmen kann. Und das hat sie damit auf jeden Fall geschafft. Der Spiegel ist gut, der ist mit drin. Ich habe sogar noch die Folie hier dran. Und was ich sehr schön finde, ist dieser Spruch hier. Die with memories, not dreams. Das ist ein Motto, was ich probiere auch so ein bisschen zu leben. Es klappt manchmal mehr, manchmal weniger. Aber man soll einfach sein Leben leben. Ich nehme jetzt einen ganz, ganz großen Pinsel und gehe nochmal in die Farbe Wonderland und blende das hier oben richtig schön wild aus. Ich möchte das hier so richtig smoky haben. Und die Kanten hier oben ganz, ganz weich. Und das ist
Richtig schön, wow. Ich gehe jetzt noch ganz leicht mit dem Pinsel in die Farbe Surgery rein. Das ist so ein Rot. Und wärme das hier in der Mitte so ein bisschen auf. Einfach, dass ich so ein bisschen wärmer werde. Das Braun, die Farbe Serendipity, sieht eigentlich warm aus. Aber im Fännchen sieht sie heller aus als auf dem Auge. Es ist ganz anders geworden, als ich mir gedacht habe heute. Aber es ist ja immer so bei mir, Freunde. Und dadurch, dass ich jetzt so einen großen, fluffigen Pinsel habe, ist das Ganze auch nicht so präzise. Ich will nicht so eine feine, ordentliche Cut-Crease. Ich möchte so ein bisschen, ja, edgy haben. Und ich finde, das passt zu Lethal Cosmetics und zu Jolina. Jolina ist, finde ich, in meinen Augen nicht dieses Prinzesschen, dieses ganz fein, langweilig, rosa Lidschatten, sondern sie traut sich was. Und ich finde, das sieht man auch in der Farbzusammenstellung. Die sieht halt einfach anders aus. Nicht negativ gemeint. Sie sieht einfach nicht standardmäßig für eine Influencer-Collab aus. Und das finde ich mega gut, weil es halt nicht langweilig ist. No shade. Ich nehme denselben Pinsel und gehe noch in die Farbe Cold Brew rein. Ich feiere übrigens diesen Namen. Und das verdunkle ich mir hier nur ganz leicht außen. Und dann nehme ich meinen Finger und gehe als erstes in die Farbe, ich spreche es nicht aus, FCK Me Eyes. Das ist so ein richtig krasses Grün und im Swatch war das mega, mega gut. Und das gebe ich mir hier auf mein bewegliches Lid. Schaut euch das an. Stan. Ich würde auch so gerne das Blau benutzen, aber das mache ich nicht heute. Wenn ihr wollt, ich schmink gerne noch meinen zweiten Look für euch mit der Palette. Oder schaut mal bei Instagram vorbei, da sollte in den nächsten Tagen auch auf jeden Fall ein kleines IG-Tutorial kommen. Aber ich liebe diese Kombination, dieses ein bisschen Military. Deswegen habe ich auch mein T-Shirt so angezogen heute, dass das alles wieder so ein bisschen zusammenpasst. Und jetzt könnt ihr sehen, ich habe eine recht neutrale Base gehabt, aber kann durch diese verschiedenen Shimmer-Shades den Look in eine komplett andere Richtung drängen. Jetzt ist es so ein bisschen edgy, ein bisschen, ja, wilder. Ich hätte aber auch die Farbe Yes I Do nehmen können und dann wäre es ein ganz klassischer, schicker Look, zum Bäcker zu gehen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist das, was ich euch damit sagen wollte, wenn ich meine, probiert einfach aus, den Look für euch zu finden. Und das ist mit der Palette tatsächlich möglich. Ich nehme jetzt hier so einen flachen Pinsel und gehe in die Farbe Cold Brew, klopfe ab und das presse ich mir hier unten an meinen Wimpernkranz. Es hat so einen ganz leichten lila Unterton. Spannend. Oder bilde ich mir das nur ein? Weiß ich nicht. Und dann nehme ich mir einen fluffigen Pinsel und blende das hier richtig wild aus und gehe noch so ein bisschen in die Farbe Serendipity rein, um das so ein bisschen nach oben anzupassen. Crazy. Ihr habt ja gesehen, wie schnell das ging, ne? Also, das ist das Schöne bei Lethal Cosmetics. Die Lidschatten sind einfach zu benutzen. Die haben Pigment, aber sie sind so formuliert, dass man damit arbeiten kann. Und das ist halt immer so ein bisschen diese Gratwanderung zwischen extremer Pigmentierung und ich krieg's nicht mehr vor meinem Auge verblendet. Und dann gehe ich in die Farbe Wonderland und blende das hier unten noch so ganz leicht mit rein. Wunderschön. Ich habe den Pinsel jetzt nochmal kurz nass gemacht, gehe nochmal in die Farbe FCK Me Eyes und intensiviere das Ganze nochmal auf dem Zentrum meines Lides. Und dann wird das Ganze auch so ein bisschen noch folierter. Mit dem Finger wird das Ganze so ein bisschen weicher, aber mit einem nassen Pinsel ist es ja immer so, wird das Ganze intensiv. Cool. Richtig, richtig schön. Freunde, ich würde einmal ganz kurz Lashes drauf machen und bin gleich wieder zurück. So, Freunde, ich habe die Lashes einmal drauf gemacht und ich habe mir jetzt nochmal ein paar Gedanken gemacht. Ich habe eben zu Danny gesagt, ich glaube, dass die Palette die perfekte Alltagspalette ist, obwohl sie nicht aussieht wie eine Alltagspalette. Gerade dadurch, dass wir diese klassischen Standardtöne mit drin haben, durch die Schimmertöne, die den Look ja irgendwie maßgeblich beeinflussen, aber ein ganz anderes Level aufkriegen. Ich wollte euch jetzt nochmal die Lippenstifte zeigen. Zu dem Look passt, glaube ich, die Farbe Cinna nicht. Das ist aber dieses Rot hier. Und das kommt hier in so einer klassischen Lippenstiftform und ist richtig, richtig schön. Ich swatche es euch einmal. Ich habe es gestern schon geswatcht. Das ist nicht so dieses klassische Rot-Rot, sondern das geht so ganz leicht in die, nicht in die nudige Richtung, aber es ist schon so ein bisschen, ja, cremiger von der Farbe her. Es macht, glaube ich, nicht so viel Sinn. Ich kann Farben schlecht beschreiben, falls es euch noch nicht aufgefallen ist, aber die Farbe Cinna, Freunde, ist mein Favorite. Ich würde theoretisch jetzt einen dunkelbraunen Lip Liner benutzen, möchte ich jetzt aber heute nicht. Die Farbe Cinna, genau dasselbe Spiel. Ich trage sie jetzt einfach mal auf.
Das ist ein richtig klassisches Nude. Es fühlt sich aber sehr gepflegt an und gesund. Das ist diese typische Jolina-Farbe. Es klingt wahrscheinlich nicht ganz so logisch, aber wenn ich an Jolinas Lippen denke, denke ich an Nude-Farben. Und die Farbe ist richtig schön. Die, wie gesagt, mit einem braunen Lip-Liner dazu. Kim Kardashian ist shaking. Und jetzt zu dem, worüber ich mich am meisten freue, tatsächlich neben der Lidschattenpalette, ist der Gloss. Das ist die Farbe Everything. Die Namen sind iconic. Das kommt in der klassischen Lethal Cosmetics Lipgloss Form. Und das Füßchen sieht einmal so aus, das ist ein etwas längeres. Und das toppe ich jetzt einfach hier so mit drauf. Yes. Den über einen matten Liquid Lipstick oder auch hier rüber. Jolina. Ich liebe die Lippenkombi gerade viel zu sehr. Das sieht aus, als hätte ich sehr viel Wasser getrunken, hätte eine wunderschöne nudefarbene Lippe, ganz natürlich. Freunde. Und das ist einmal der fertige Look mit der kompletten Kollektion von Jolina und Lethal Cosmetics. Freunde, ich glaube, ihr könnt euch denken, wie meine Meinung dazu ist. Preislich ein bisschen höher. Verständlich für eine Indie-Brand und für Jolina. Die Marke ist cruelty-free, die Marke ist vegan. Es ist eine Indie-Marke hier aus Deutschland und ich finde, das hat Unterstützung verdient. Ich liebe diesen Look. Das ist so ein Jolina-Look, finde ich. So ein bisschen ist es schon Jolina, würde ich fast sagen. Die Lippe, iconic. Ich liebe diese Lippenkombi. Das ist eine Lippenkombi, mit der würde ich jetzt sofort hier zum Bäcker gehen. Ich würde rausgehen, mir das Körnerbrötchen bestellen und sagen, hallo, einmal bitte zum Mitnehmen. Der Lidschatten, mega. Wie gesagt, ihr könnt von diesem Alltagslook wegkommen, indem ihr das Blau beispielsweise benutzt. Oder vielleicht dieses Kupfer oder mit diesem Grün. Das ist ja auch mehr oder weniger alltagstauglich. Ich finde es richtig, richtig schön. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich verlinke euch das Produkt oder die Produkte einmal unten in der Infobox. Herzlichen Glückwunsch, Jolina. Herzlichen Glückwunsch, Lethal Cosmetics. Mein Go ist da. Freunde, ich danke euch, dass ihr hier mit dabei wart. Falls ihr neu seid, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren und lasst dem Video unbedingt einen Daumen nach oben da, dafür, dass ich mich jetzt hier für euch noch hingesetzt habe und euch dieses Video heute noch fertig gemacht habe. Dankeschön. Bis Montag.